So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde PvP-Action. Nachdem wir eine kleine Pause eingelegt hatten, uns ein neues Transmog geholt haben und mich von der BlizzCon erholt habe, die war ja sehr, sehr aufregend. Nicht nur die neue Erweiterung, die mir wirklich zu 100% aus der Seele spricht, sondern auch der Classic-Server, den sie da angekündigt haben. Das ist schon mal ziemlich krass, was da alles kam. Ich bin gespannt, wie das mit den Classic-Servern wird. Also falls da jemand möchte, dass ich dazu ein Video mache, wo ich irgendwie meine Meinung, meine Erwartung oder so schildere, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir erstmal zurück zu mir hier und jetzt, zu unserer zweiten Königsdisziplin Zwillingsgipfel. Scheinbar hat sich jeder dazu entschlossen, hier in die Verteidigungsmodus zu gehen, anstatt in den Angriffsmodus. Ja, Yu-Gi-Oh! Referenz ist gewollt. Und, ja, mal gucken. Ich hoffe, dass sie da eventuell was machen würden. Ansonsten, ja, obwohl, ich könnte eigentlich hier bleiben. Es ist okay. Es ist okay. Die sollen ja nicht sehen kommen, dass sie gleich komplett durchgefickt werden, wenn sie gleich versucht, irgendeiner die Flagge zu nehmen. Da wir uns sowieso in Kriegsheimschlucht viel mehr und mehr sozusagen auf diese, ich würde mal sagen, Verteidigung spezialisiert haben, weil im Angriff leiste ich nicht ziemlich wenig, muss man einfach dazu gesagt haben, wenn man bedenkt. Oh, ein mutiger Paladin hat sich getraut. Oh, ich sag's mal so, für dich, Kollege, ist Endstation. Oh, Hand auflegen. Yo, das wird dir natürlich sowas von den Arsch retten, aber je mehr kommen, umso schlechter stehen die Karten für dich, Mann. Umso schlechter stehen die Karten für dich, Mann. Okay, die Verteidigung ist auf jeden Fall ziemlich gut. Also, wenn jemand noch da die Flagge holen würde, das wäre jetzt perfekt. Warte, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Oh. So, warte mal. Hier, die Krieger müssen wir natürlich als erstes ausschalten. Das sind so die gefährlichen Bobbys. Ich werde da auf jeden Fall nochmal mit dem Sprinten und so sparen. Wir wollen ja nicht geizig sein. Ah, der wird geheilt, oder? Ich könnte schwören, der wird geheilt. Ja, der wird geheilt. Aber die Frage ist, von wem? Ah, okay. Die Frage übrigt sich, von wem? Wir haben es herausgefunden. Ich kann sie aber leider nicht mehr so lange hinhalten. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ja. Dafür müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier anfangen können. Die Flagge. Oh shit, die Flagge ist schon weg. Aber warte mal. Solange ich den Kollegen hier davon abhalte, überhaupt irgendwas Sinnvolles zu machen, funktioniert das ja schon quasi. Nein, nein, nein. Ich hatte ihn doch quasi. Oh Mann, ich hatte ihn doch fast. Ey. Na gut. Dann wollen wir mal das Blatt ein bisschen wenden. Oh. Also, ich bin nicht so Heiler spezialisiert. Ne, das sind so diese kleinen dreckigen Rottweiler. Aber 5 Sekunden, ich glaube, ohne was zu wissen, das wirst du nicht überleben. So, der erste ist schon mal down. Wir müssen ja dafür... Was? Wie bitte? Wieso stehst du schon wieder? Warum steht er wieder? Hat er irgendwie... Okay. Das kam unerwartet. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er wieder aufersteht. Ich weiß jetzt nicht, ob da vielleicht vom Hexenmeister irgendwie ihm dieser komische Seelenstein raufgegeben wurde, dass er wiederbelebt wird. Okay, beim Heiler macht es ziemlich viel Sinn, sowas reinzubauen. Für den Fall, dass er krepiert, dass er gleich wieder aufstehen kann und heilen kann. Naja, ich hab's versucht. Es hat nicht gut funktioniert. Unsere Aufgabe ist es jetzt, solange der Schurke sich noch einigermaßen hält, versuchen, den gegnerischen Typen da auszuschalten. Ein Hexenmeister, das müsste eigentlich zu machen sein. Das kann nicht so das Problematische an der ganzen Geschichte sein. Wir müssen nur ein bisschen... Ja, wie würde man das sagen? Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Der stirbt gleich. Und tschüss. Komm, gib ab, Alter. Mach die 1-0 hier. Mach das 1-0. Nein! Nein! Ihr wollt mich doch jetzt verarschen, Alter. Das, oh, das kann nicht euer Ernst sein. Wir haben das doch schon... naja, okay. Warte mal, hier zu wenig... Hier ist mir zu viel in der Mitte klatschen. Ich muss mich versuchen, darauf zu konzentrieren, auf das Wichtige, worauf es ankommt. Und das ist hier die Flagge zurückerobern, solange es noch möglich ist. Der Schamane kassiert viel, der Schurke kassiert viel. Ich glaube, der Schurke überlebt es nicht, aber wenn er es nicht überlebt, müssen wir auch die Flagge von dem anderen, von uns zurückbringen. Sonst haben wir ein Problem, das sich, glaube ich, nicht so schnell beheben lässt. Fuck! Das war so... Oh, hi. So. Den müsste ich eigentlich wegbekommen. Das sollte nicht die große Schwierigkeit sein. So.
Wiederbelebung kenne ich schon, denn dein komischer untoter Freund hat es mir schon vorgezeigt. Das bringt dir auch nicht viel weiter. Ein zweites Mal erledige ich dich sehr, sehr gerne. Ja, nur problematisch, dass hier zu viele Hordler rumlaufen. Also einer stirbt, gleich kommt der nächste und holt sich die Flagge. Also wir haben ein Problem. Wir müssen irgendwie vorne jemanden hinschicken, der mal die Flaggen einnimmt. Sonst wird das ziemlich scheiße, was das angeht. Sonst können wir hier auf endlos... Okay, Kumpel, du hast mich herausgefordert. Ich bin jemand, der Herausforderung eigentlich nicht zurücksteckt. Ja, ich nehme mal Herausforderung an, wenn man sie mir gibt. Aber dafür musst du auch schon ein bisschen mit mir arbeiten. So, Kollege. Echt? Nierenhieb? Fieser Trick und so ein Scheiß? Ey, komm, 2 gegen 1 ist unfair. Das ist ja unfair. Wow. Euch gebührt Ruhm und Respekt für gar nichts. Das war ja wirklich ja lame, was ihr da abgefeiert habt. Ja, okay. Ich glaube, an der Verteidigungsfront ist da genug dran. Schon schwer zu glauben, dass ich sowas sagen muss, dass die Allianz mal nicht in der Mitte haust und die ganze Zeit Leute umklatscht, sondern auch mal sich darum konzentriert, was mit den Flaggen passiert. Oh, meine Fresse. Junge, Junge, Junge. Sei ruhig, Alter. Sei ruhig. Ganz ruhig, Bobbik. Das sind hier wieder so die Leute, die wollen einfach noch Kills kassieren. Das ist mir aber auch recht scheißegal. Ich muss jetzt mich darauf konzentrieren, die Flaggen einzunehmen. Irgendwas muss ja passieren. Also diese geballte Verteidigung ist ja schon nicht schlecht, ne? Aber davon kann sich auch niemand irgendwas kaufen. Also irgendwas muss jetzt mal an unserer Front passieren und am besten irgendwas mit Flagge nehmen und ja, überleben und keine Ahnung. Also ich kann auch nicht erwarten, dass mir dann irgendjemand zur Seite steht, weil alle Leute sind damit beschäftigt. Oh nein. Oh fuck, fuck, fuck. Das ist Kacke, weil ich kann nichts machen. Ich kann mich hier nur mit einem... Ja, okay, wobei, das könnte funktionieren. Das könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Er kann mir nicht so weit auf die Pelle rücken. Oder? Okay. Shit! Ach komm! Nein, 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 nein. Ich brauche Hilfe. Doppelte Schurkenpower? Oh, fuck. Das ist für mich zu viel des Guten. Und ich werde genieren hier. Oh, shit. Das werde ich auf jeden Fall, glaube ich, nicht überleben. Es sei denn, ich habe Glück. Was bei mir meistens wirklich nie der Fall ist. Das Glück ist nie auf meiner Seite. Ich muss jetzt hoffen, dass wir vielleicht irgendwie Heilung... Heilung? Ja. Geile Scheiße. Du bist genau der Typ, den ich gerade so in diesem Moment gebraucht habe, wo es am kritischsten für mich wurde. So. Das heißt, der Tank hat sich da die Sache geschnappt, der Krieger ist ganz weit weg. Wird aber verfolgt, finde ich ganz gut. Also das heißt, noch nicht ist die Flagge da noch nicht verloren bei denen. Die können das vielleicht holen, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Vorhin werde ich schon wieder verfolgt. Und keiner, außer mein Heilerfreund, kommt mir zu Hilfe. Doch, der Priester, okay. Also dann bin ich schon mal ganz gut durch. Also mir kann schon mal erstmal so schnell nichts passieren. Es sei denn, ich werde hier gleich von 4 Leuten fertig gemacht, was ich, sagen wir mal... Für unwahrscheinlich halte. Für sehr unwahrscheinlich. Wir müssen uns fortbewegen. Wir müssen hoffen, dass sie da schnell genug sind. Die sind im Angriff. Das finde ich ganz gut. Also, eventuell schaffen die das, die Flagge da zurückzuholen. Und ich kann es abgeben. Aber ich weiß ja nicht, wie viele da vom Flaggenträger bewacht werden. Also, es kann so werden. Es kann auch ganz anders werden. Also, ich stelle mich einfach schon mal hier hin. Und hoffe drauf auf das Beste. Weil ich weiß hier, dass Schurken hier noch ein bisschen rumhausen. 2 hatten mich ja schon im Visier. Oh. Nein. Hatten wir nicht schon mal das Vergnügen? Ich könnte schwören, ich hätte ja schon die Fresse poliert. Aber, na gut. Ich werde ja mal nicht so sein. Wir wollen ja ein bisschen Chancengleichheit. Deswegen werde ich mal hier direkt auf die Priester gehen. Das sind immer so die dreckigeren von denen. Oh, 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 oh. Jawohl. Bam. Fickt euch. Ihr könnt mich jetzt gerne töten, ihr Schurken-Gang. Aber das bringt euch die Flagge sozusagen auch nicht wirklich wieder. Sehr, sehr gut. Also das ist wirklich schon ziemlich knapp, was hier vor sich geht. Vor allen Dingen, wenn man hier wirklich von so einem Schurkengang aufgemischt wird. Das ist normalerweise eigentlich mein Stil, aber scheinbar ist die Horde auch so in dieser komischen Laune der Natur. Und die Heiler, die heilen ganz gut durch. Das finde ich super gut. Also danke Heiler, ihr wart ein hervorragendes Publikum. Oh, oh. Warum läufst du weg? Warum läufst du weg? Was ist falsch gelaufen mit dir? Och nö, komm. Echt? 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 Nee. Akzeptiere ich so nicht. Akzeptiere ich so nicht. Ihr könnt mich gerne aufmischen, aber das ist mir so recht scheißegal, ne?
Okay, das war jetzt mir ein bisschen zu viel Schurkengänghaft. Jetzt wird es Zeit, mal ein bisschen zurückzuschlagen. Ich habe jetzt die Schnauze voll von diesen Drecksäcken. So, ein Drecksvieh weniger. Wer ist der Nächste? Ah, hier. Aber ich musste kurz das Target finden. So eine kleine Blutelfe, die ist schwierig herauszufiltern. So, ein Drecksvieh weniger. Ah, komm. Ihr habt nichts drauf. Also, außer zusammen hier ein Aufmischen, mehr habt ihr nicht drauf. Das ist ja wirklich... Ha! Da habe ich ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren. Da muss man sagen, also ich wäre eigentlich verloren gewesen, wäre der Heiler nicht da gewesen. Das kann man auch so schon mal betonen. Also für mich ist das nur ganz, ganz gut gelaufen, weil die Heilung stimmte. wäre sie da nicht gewesen, wäre ich tot. Das kann man schon mal so, glaube ich, unterstreichen, wie das abgelaufen wäre. Das war schon in den Geschichtsbüchern, stand da schon drin, wie das ablaufen wird. Komm, Heiler, tu mir einen Gefallen und stirb. Wie normale Menschen auch. So, Seelendieb, kannst mich mal... Du hast mich jetzt schon lange genug genervt. Ich meine, ich hatte dich verschont, weil die Schurken da waren und mich die ganze Zeit aufgemischt haben. Nö. Weißt du was? Achso, ich krieg jetzt Hilfe. Ich mache jetzt genau den Move, den ihr eigentlich auch die ganze Zeit macht. Einfach nur so richtig dieser Penner-Move. Sprichwörtlich, oh, ich kann keine One-on-Ones. Ich hol mir immer die ganze Zeit Freunde, die mir helfen. Ja, fick dich. Jetzt kriegst du ein bisschen was auf die Fräse, Alter. Hallo? Oh, okay. Ich bin auf mich allein gestellt, fällt mir so gerade ganz spontan ein. Oh, da kam der Schurke schon angegammelt, dieser kleine Gammler-Boy. Ja. Da wolltest du den Kill stehlen. Ja, den Kill stehlen. Den kriegst du nicht, den Kill. Was für Drecksack. Aber scheinbar interessiert es die Horde 0. Ja. Die Punkte werden einfach so genommen. 2-0. Ich weiß gar nicht, wie das schon passiert ist. Ich war einfach beschäftigt, Leute zu töten. Oh, sogar auf der Top 3. 7 Kills. Ich beschwere mich nicht. Ja, Flaschen auf dem Tisch, ich zahl gar nichts, wie mein guter alter Freund sagt. Er hat sogar ein One-on-One geklärt. Yo, läuft bei dir, Alter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich wollte dir gerade zur Hilfe ein, aber das scheinbar hattest du es nicht für nötig gehalten und hast ihm gezeigt, wer der wahre Meister der Meisters ist. Finde ich gut. Also, das ist schon, es läuft sehr, sehr gut. Ich finde das nicht schlecht. In 3 Minuten, wenn sie das schaffen, 2-2, dann küsse ich der Horde die Füße. Lauf vor mir, okay. Dann küsse ich dem wirklich die Füße, aber das auf jeden Fall ist schon... Boah, also das muss man erstmal hinkriegen, hier in 2-2 hinzubekommen. Das glaube ich nicht, dass sie das schaffen, aber man weiß ja nicht, ne? Man weiß es nicht. So, ich muss jetzt natürlich aufpassen, Schurken in der Gegend. Das ist zu weit entfernt. Ah, komm. So, ganz ruhig. Noch ein Nier, zack. Warte, den gebe ich das lieber, weil... so funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, komm. Ah, komm, ich hatte das doch genommen. Das kann nicht sein. Also manchmal ist das mit der Flagge so wirklich komisch. Also manchmal denkt man, man hätte es, aber man hatte es dann irgendwie doch nicht. Aber ja, und dann hat es wieder zurückgenommen. Vor allen Dingen das Problem ist, ich nehme den Mund viel zu voll. Die haben jetzt schon ein 1-0. Es sei denn, jemand kommt dazwischen. Ich glaube, der Dudu schafft das. Also es geht jetzt eigentlich nur noch darum, die Zeit zu halten. Weil ich glaube nicht, dass wir ein 3-0 schaffen. Aber den 2-2 gönnen, oh, das will ich lieber nicht. Was macht der Dudu da? Was macht der Dudu da? Nein! Nein, warum? Warum? Du warst doch... Der hatte doch meinen weiten Vorsprung. Was ist denn da passiert? Oh man, no one cares. Ja, das hat sich bei dir herausgestellt, wie sehr du null Fucks gibst. Also, am besten ist, man würde jetzt wirklich in Verteidigungsposition gehen. Weil, es könnte sonst problematisch werden. Nur mal so am Rande der Rande. Weil wir haben das große Problem, dass wenn sie jetzt noch einmal die Flagge erobern, ein 2-2 entsteht. Und wenn ein 2-2 entsteht, haben wir das Problem, dass bei Unentschieden ja, naja, sagen wir mal, die andere Partei gewinnt. Bei Unentschieden, ne? Ha, dieser kleine Penner. Was für ein kleiner Penner. Was für ein kleiner Penner. Du nutzt diesen kleinen Wirbel hier um dich. Das ist ja schön und gut. Aber, ja, komm. Ja, das ist ja unfair. Ja, könnt ihr mal einmal Respekt haben und bitte... Fair kämpfen, fair. Ist es irgendwie eine Vokabel, die Horde lernen muss? Also 2-1 ist nicht fair. Ne? 1-1 ist fair. Muss man nur so dazu gesagt haben. Aber scheißegal. Ich beschwere mich nicht. Wir gewinnen. Die Horde kann sowieso nicht rechnen. Ne? 2 plus 2 ist 4 minus 1. Ne? That's free quick maths. Free quick maths. Von daher, mehr sei dazu nicht gesagt. Ja, okay, die Allianz merkt das schon. Also, gut, dass sie wenigstens hören einschalten. Also, ich muss sagen, wir haben hier mal mit vernünftigen Leuten gespielt. Das kriegt man
das muss man auch so gesagt haben, das kriegst du bei Allianz nicht selten, ne? Selten kommt das mal vor, dass du so eine ganze Gruppe aus Leuten mit Brains besteht, ne? Es ist ja Halloween, Halloween ist vorbei, Frankenstein hat paar neue Hörner gepflanzt und Gott sei Dank in die Gehirne von Allianz-Menschen, die spielen wenigstens mal vernünftiger. Gott sei Dank, Halloween sei gepriesen, dass du uns hier vernünftige Menschen beschert hast. Aber gut, lief nicht schlecht, man muss sagen, wir haben eigentlich ganz gut das Ganze ausgespielt. Ich weiß gar nicht, ich habe nur die eine Flagge geholt, was der Rest des Spiels passiert ist, ich weiß es nicht. Es gab hier die ganze Zeit nur einen Tumult an unserer eigenen Flagge. Da habe ich einfach nur Leute abgestochen bis zum geht nicht mehr. Und mit 8 Kills, würde ich mal sagen, habe ich meines Erachtens nach sogar eine vernünftige Leistung gebracht als Meuchelschurken. Wir bedenken ja, dass Schatten-Täuschung-Schurken im PvP eher so die größere Oberhand hat. Da haben wir mal gezeigt, Meuchelschurken haben es genauso gut drauf. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, see ya, Leute.